Live. Ich warte nur einen Moment. 20 Sekunden Verzögerung. Auf der Boden. Ich habe 20 Sekunden Verzögerung und ich warte noch 5 Sekunden. Das muss normalerweise jetzt gehen. Und wir schauen. Jetzt! Auch in YouTube bin ich online. Guten Abend, guten Abend. Ich werde ab jetzt langsam online in Facebook 2.1 live. Auch in Facebook. Guten Abend. Willkommen wieder auf meine Kochshow nach circa einem Monat. Ich bin wieder da und heute Abend, klar, habe ich auch einen Gast. Und heute, wir werden über ein bestimmtes Thema reden und letztlich auch, wieso habe ich eingeladen eine wunderschöne Mädel. Ich werde sofort vorstellen und es ist ihr Valentina. Hi Vale. Hallo Alessandro. Wie geht's dir? Hallo an den Rest da draußen. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich hier zu sein. Sehr schön. Ich weiß, was wir kochen und ich bin gespannt, was wird. Das wird gut. Das wird sicher. Immer bei dir. Danke, danke. Wieso? Ich werde, wenn ich rede, jetzt ein bisschen erzählen, ich werde ein bisschen unsere Getränke machen. So, das kann ich auch erklären, wieso heute wir haben keine Wein dabei. Genau, das liegt an mir. Wieso? Tatsächlich. Also der Grund, warum ich eingeladen wurde, ist, weil das Thema heute Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist. Genau. Und ich einige davon sehr gut vertreten kann. Unter anderem die Fructoseintoleranz und da leider in fast allen Weinsorten viel Fructose drin ist, vermeide ich Wein, also ich trinke wirklich gar keinen Wein. Aber wir haben eine ganz gute Lösung gefunden, oder? Ja, heute Abend, wir machen eine schöne, keine Gin Tonic. Wir dürfen auch nicht, weil... Also Tonic geht auch nicht, da ist leider auch, entweder sind in den Mischgetränken immer Zucker oder Fructose drin oder Zuckerersatzstoffe, die aber auch im Körper zu Fructose umgewandelt werden. Deswegen, wenn ich etwas trinke, dann immer mit Sprudelwasser gemischt. Aber man kann was Gutes draus machen. Ah ja, wieso nicht? Mit den richtigen Und deswegen heute Abend, wir trinken dann eine schöne Gin-Soda. Genau. Mit Rosmarin. Mit Rosmarin? Habe ich noch nicht probiert, ich bin gespannt. Sehr schön. Ja. Erstes Mal. Willst du auch ein bisschen Zitrone rein oder reicht nur? Ein bisschen Zitrone würde sogar gehen. Okay. Da ist nämlich hauptsächlich Fruchtsäure drin. Genau. Zitrone bedeutet, kannst du essen. Oder? Ja, also in kleineren Mengen. Genau. Ja. Und weil auf Zitrone habe ich gemerkt, in vielen Obst, klar, ist Fructose. Gibt es Obst, wo darfst du essen? Oder? Die Obstsorten, die am besten gehen, sind Beeren. Ja. Vor allen Dingen Himbeeren. Genau. Und Zitrone geht eigentlich auch noch. Ja. Aber sonst wird es mit Obst schon schwierig. Schon schwierig. Ja. Und was war sehr interessant zu sehen, dass in viele Obstsorten gibt auch viel Fructose. In den Gemüsesorten. In die Gemüsesorten, ja. Also es gibt viele Gemüsesorten, in denen wirklich auch Fructose drin ist. Unter anderem Paprika vor allen Dingen, wenn man die kocht. Karotten, wenn man die kocht. Manche Tomatensorten auch, wenn die stark sind. Da ich muss man dann nur einen Moment hier etwas. Ja, alles gut. Du kannst weiter reden. Genau, jetzt weiter, weil etwas hat mit Facebook nicht funktioniert. Ja, kümmere dich darum und ich erkläre weiter zu Gemüsesorten. Also, ja. Wir haben auch die Gemüsesorten ein bisschen umstellen müssen. Was immer gut geht, sind grüne Gemüsesorten, auch einfach weil die noch nicht so reif sind und dadurch ist da noch nicht so viel Fructose drin. Okay. Und gerade bei Paprika kann ich zum Beispiel grüne Paprika sehr gut essen, schmeckt wahrscheinlich nicht so vielen Leuten wie der rote, aber ist dafür verträglicher bei Fructoseintoleranz. Und viele Kohlsorten, die gehen auch. Und jetzt heute Abend, wir haben Auberginen dabei. Was da der Vorteil ist bei Gemüse, ist, wenn man das mit
Öl anbrät. Also wir haben hier auch sehr schöne Ölsorten. Genau, wir haben zwei verschiedene Olivenöl, die werde ich dann später besser auch erklären. Ich muss auch gleichzeitig zwei Sachen machen, das ist schlimm, weil es ist typisch oder ist bekannt, dass ein Mann kann nicht zwei Sachen nicht multitasking. Genau, und dann will ich mit dir reden, hören, was du erzählst. Dazu eine Kamera läuft, die andere läuft nicht, aber wir werden sofort Alessandro. Wir bekommen das hin. Wir bekommen hin, genau. Ist kein Problem. Auf jeden Fall braten wir deswegen das Gemüse schön mit viel Olivenöl an. Ja. Und dann ist nämlich die Fructose auch verträglicher, weil im Körper wird die Zuckeraufnahme verlangsamt, ja, wenn man Fett noch dazu hat. Okay. Deswegen auch, wenn man Alkohol trinkt, soll man ja auch viel fettiges Essen dazu nehmen, weil das dann eben diese Zucker- und Alkoholaufnahme in den Blutkreislauf verlangsamt. Dann habt ihr gehört, wir können alle Alkohol trinken, nur bitte, genau, kauft ihr gute Oliven. Genau. Das ist sehr schön. Das sind dann wenigstens auch noch gesunde Fettsäuren. Genau. Okay. Wir sind jetzt, der Facebook soll laufen, bitte Regie, könnten wir uns sagen, ob läuft Facebook? Ich habe wieder aktiviert. Ich sehe das. Wir sind live in Facebook. Siehst du, Wanne? Ich sehe auch. Ich hoffe, Regie, ihr könnt uns auch alle sehen. Regie, ihr sollt wieder in Facebook wieder suchen, eine neue. Weil ich habe die alte live. Vale, trinken wir. Willst du einen Strohhalm? Geht es einfacher mit unserem. Guck mal, ich habe ein Glas. Ah, okay. Wir sind auch sehr. Dankeschön. Ja, ganz Corona-konform tragen wir die schönen. Genau, und das deswegen, dass es immer wieder besser wird. Salute! Salute! Alle sicher warten wieder. Das mit Rosmarin. Und den Rosmarin? Toll. Das schmeckt sehr italienisch, muss ich sagen. Sehr schön, freue mich. Okay. Dann, unser Getränk ist da. Regie mit Facebook, läuft oder nicht? Nein. Schauen wir. Ich habe wieder angemacht, das läuft bei mir. Wieder ein neues. Was machen wir aber nicht heute Abend? Was kochen wir? Hast du schon unsere Rezepte oder meine Rezepte gelesen? Ich habe es gelesen, ich muss das ja absegnen. Dann heute Abend werden wir vorbereiten eine schöne Tagliata di Manzo con Rucola e Parmigiano a Scaglie. Bedeutet, das ist diese Tagliata ist diese Steak vom Rind, die wird gegrillt und dann wird geschnitten in Scheiben und serviert mit frischer Rucola und gehobelte Parmesankäse. Mhm. Frische Olivenöl, gute Salz drauf, sehr einfach. Wir werden dazu aber auch vorbereiten ein paar Gemüse und wir können das sehen, wir haben mehrere Gemüse. Ich habe das heute alles organisiert, weil ich wollte auch schauen, zum Beispiel habe ich gelesen, dass bei Artischocken, wenn sie sind in Konserve, die haben Fructose und normale Artischocken nicht. Ja. Das weiß ich nicht, aber du hast mir auch erklärt heute, dass wenn die Artischocken sind bearbeitet mit Öl, dann hast du kein Problem. Also es ist dann wieder verträglich. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, wir fangen sofort an. Ihr habt auch gesehen, heute in meinem Rezept steht kein Bild, weil wir suchen ein schönes Bild. Und bedeutet, dass wer kocht heute Abend mit, das später kann uns auch kann bei mir auf meine Facebook-Seite oder per E-Mail oder WhatsApp einfach ein Bild schicken mit diesem Gericht und schauen dann, ich werde dann schauen, alle die kommen, alle Bilder die kommen und werde ich dann eine nehmen für diese Gerichte. Wir sind dann mit im Rennen, oder? Ja. Okay. Also unser Band wird auch eingesendet, also genau. Strengt euch an. Genau. Okay, Vale, wir fangen an erst mit die Gemüse, weil die Gemüse müssen wir schälen, müssen wir waschen und auch anbraten. Ich habe auch im Rezept, habe ich erklärt, die Gemüse bitte getrennt anbraten.
nicht alle in eine Pfanne und dann werden zu matschig. Und ich finde, dass viel schöner ist, wenn die Gemüse einzeln gebraten sind und dann später können wir zusammenmischen und abschmecken. Die schmecken immer viel besser, weil jede Gemüse hat eigene Kochzeit. Was haben wir für Gemüse? Wir haben, ich habe dann Hokkaido, Kürbis, Aubergine. Das ist diese Aubergine aus Sizilien und sieht unsere Aubergine. Das ist riesig groß. Genau. Das ist riesig groß. Dann haben wir Pilze auch für heute Abend und rote Zwiebeln. Das sind die Gemüse, was haben wir, auch dich gefragt, welche möchtest du haben? Ich wollte am Anfang Paprika und Zucchini und du hast mir gesagt, Kritisch. Bei Paprika gibt es viel Fructose. Gerade der rote Paprika, ja. Und es wird auch nochmal stärker, wenn man den kocht, ja, weil dann viel von dem Wasser nochmal rausgeht. Genau. Und dann wird es, also es wird einfach intensiver. Okay. Und da könnte ich dann einfach nicht so viel von essen und ich möchte ja auch was zum Essen haben. Halt. Genau. Und die Aubergine. Die Aubergine werden wir, das bleibt so ganz, weil ich habe es schon vorbereitet. Viele sowieso wissen das ganz genau, weil die haben schon mehrere gefragt, wie funktioniert oder sagen viele, die Aubergine muss unter Salz immer behandelt werden. Ja, genau, ich habe auch das gemacht. Diese Aubergine brauchen oder müssen erst geschnitten, mit grobem Salz ein Gewicht und ein paar Stunden so lassen, dass diese ganze Säure rauskommt. Sehr wichtig, die haben viel Säure. Die normalen Aubergine, was wir kaufen, die sind schon milder im Geschmack. Das ist nicht so ein Problem. Aber bei dieser Größe ist immer besser. Deswegen habe ich schon heute gemacht. Die sind sowieso einfach in Salz, dann habe ich gewaschen und dann werden wir das in Würfel schneiden und später anbraten. Ich kann dir schon das geben und du kannst hier auf dieses Schneiderbrett fängst du an, in Würfel zu schneiden und groß. Okay. Grobe Würfel. Große Messer. Wie du willst. Ich habe zwei Messer da gestellt, das kannst du selber entscheiden. Du hast auch gesagt, du kannst nicht richtig Zwiebeln schneiden. Ich hatte dir eigentlich das davor gesagt, dass ich keine Zwiebel schneiden muss heute. Und als ich das dann erzählt hatte, dann hat Alessandro gemeint, ja, dann lernen wir das dann heute. Ja klar, wir sind hier und das kann ich auch lernen. Sehr schön. Okay, die Kürbis. Kürbis werde ich auch schneiden. Das reicht in die Hälfte, weil das ist schon, wir sind zu zweit, das ist schon viel, oder? Und bei Kürbis weißt du, wie du das gemacht hast. Du hast es sowieso schon bei mir im Kochkurs gemacht, oder? Weil genau, im vorletzten, glaube ich, Kochkurs. Genau, und ja. War? Also unser Kürbis ist sehr gut geworden, muss ich sehr, sagen. Sehr, sehr schön, ja. Super. Den habe ich aber zusammen mit einer Freundin gemacht und die hat den Kürbis hauptsächlich ausgehöhlt. Okay. Weil ich habe jetzt diese Kürbis, habe ich einfach hier mit einem Löffel die innere Teile, die sammeln, alles rausgenommen. Und es ist ein Hokkaido-Kürbis, deswegen brauchen wir auch nicht zum Schälen. Das ist perfekt so. Regie, alles okay? Ja, wir haben also viele Zuschauer mittlerweile. Sehr schön. Also Grüße von Ralf Volkmar, Timo Hasser. Hi, hallo, freue mich, dass ihr dabei seid. Der Christian Hasser, à la Paul Grüns, ist mit dabei. Ja. Patrick Schul grüßt auch die Wahlen. Ja. Und die Reise ist mit dabei. Sehr schön. Und mit Facebook läuft? Facebook läuft. Ach. Sehr schön, super. Also technisch läuft das. Alles. Heißt, genau, das Einzige ist, dass Facebook, die sehen uns von der Seite, stimmt? Ja. Genau. Und die YouTube, die sehen uns von vorne. Wir haben zwei verschiedene. Von der Schokoladenseite. Das hoffe ich, das ist unsere. Und mit meinen, du hast es sowieso. Wir sind beide. Siehst du, Kompliment, die Italiener, die sind immer so, oder? Sehr schön. Wir sehen beide gut aus. Vielen Dank. Ja, okay, dann haben wir jetzt, wir vorbereiten unsere Gemüseäste, weil wir werden das anbraten, alle einzeln. Und die Rucola dann für das Fleisch müssen wir nur in kaltes Wasser und circa so um die 10, 15 Minuten in Ruhe lassen. Das ist sehr gut, weil die Rucola dann wird wieder knackig. Genau. Und das schmeckt dann viel besser. Und der Parmesan-Käse, das werden wir dann gehobelt. Mhm. Und zum Schluss werden wir das Fleisch fertig machen. Du bist fertig mit der Aubergine, sehr schön. Du kannst
schon die Aubergine hier rein. Ja. Das ist ein schweres Brett. Ja. Gut, habe ich hier Kürbis. Dann hast du mir gesagt, du liebst Pilze. Ja. Ich glaube, Pilze sind frei von allem. Ja, denke ich auch. Aber ich habe hier mehrere Sorten Pilze. Ich habe zwei Sorten Champignon, die Austernpilze und die Kräuterseitlinge. Das ist sehr schön. Ich war heute in einem schönen kleinen Gemüsegeschäft in Lambertheim, weil ich habe die Artischocken aus Italien gekauft. Und dann hat die so tolle Gemüse, dass er das mich kaufen. Einmal bin ich hier in Lambertheim, dann lass mich richtig kaufen. Salute, Valen! Salute! Auf uns! Salute! Salute! Was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, dass alles, was wir kochen, auch laktose- und glutenfrei ist. Genau! Nicht nur fruktosefrei. Ich habe ja gesagt, ich kann mehrere Nahrungsmittelintoleranzen vertreten. Das war lustig, weil du hast mir gesagt, Valentina, wie ist mit deiner Fructoseintoleranz und dann du sagst mir später, alle, wenn du willst, ich kann dir auch anbieten eine Glutenintoleranz, eine Laktose, also, oh, okay. Aber das ist meine Frage, wir kennen uns schon lange. Ja. Und ehrlich zu sagen, ich wusste nicht, dass du hast so viele Probleme mit Lebensmitteln. Und das ist normalerweise, wir merken sofort heutzutage, wenn jemand hat ein Problem, es ist immer ein bisschen Theater, im Restaurant, egal, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Bei dir habe ich nie gehört. Wie lebst du mit dieser Intoleranz? Ich weiß, du hast auch viele Jahre in Amerika gelebt, jetzt lebst du normalerweise in London, momentan, klar, wegen der Situation bist du wieder zurück in Deutschland. Ja. Wie lebst du, wenn du weggehst mit deinen Freunden im Restaurant, wie lebst du diese Situation? Weil ich weiß nicht, ob. Ja, viele Restaurants haben sich schon sehr gut organisiert mit Gluten, aber mit Fructose? Also Fructose ist im Restaurant gar kein Thema. Das ist auch das Einzige, was ich wirklich seit der Geburt habe. Also ich habe auch als Kind nie was Süßes gegessen. Und Gluten... Oh, da kommt die Zwiebel. Dann werden wir zusammen weinen. Ja, also ich muss sagen, ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir einfach was zu essen raussuche, was am wenigsten von allen Problemnahrungsmitteln drin hat. Und wenn dann doch nochmal was drin ist, dann lasse ich das halt weg. Okay. Aber ich habe auch keine Lust, da so ein großes Problem draus zu machen. Und ich muss auch sagen, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann schaue ich mir meistens, also wenn es ein neues Restaurant ist, dann schaue ich mir vorher die Speisekarte an. Okay. Und schaue, okay, gibt es wenigstens ein oder zwei Gerichte, die ungefährlich sind. Ja. Und dann esse ich die. Okay, super. Und es macht es sehr einfach, was auszusuchen. Man hat nicht mehr die Qual der Wahl. Ja, das ist manchmal schwierig. Genau. Und bei Fructose ist die Sache, dass, also bis auf jetzt einige Gemüsesorten, ist es eigentlich in Hauptspeisen fast gar nicht drin. Das ist eigentlich eher in Süßspeisen oder in Getränken. Ja. Und deswegen bin ich auch keine Dessertperson. Das wäre sehr gut für mich, leider. Ich liebe Dessert. Ja, also weißt du, wenn ich einkaufen gehe, dann kann ich ganz ohne Probleme am Süßigkeitenregal vorbeigehen. Das ist, weißt du, das sind Sachen, da, und denke ich, naja, hätte ich auch vielleicht das Problem gehabt, hätte ich heute ein paar Kilo weniger. Oder? Das wäre nicht schlecht. Aber ich merke zum Beispiel bei mir, wenn ich bin, wenn ich gehe einkaufen und schon fertig gestellt? Ja, man ist. Okay, du kannst dir rein die ganze. Hast du gesehen, was ich habe gemacht? Nein. Dann gibst du mir die Hälfte, das zeige ich dir sofort. Ich habe einfach. Ich fange an, die Zwiebel hier in Scheiben grob, nicht klein. Weil das sind für Gemüse. Das ist nicht, dass wir brauchen diese Zwiebel jetzt für ein Ragout zu vorbereiten, wo wir brauchen die Zwiebel schon klein geschnitten. Hier ist einfach für Gemüse, deswegen grob schneiden und dann einfach hier für viermal und das war's. Ich glaube, mir fehlt einfach ein gutes Messer. Ach, aber du hast es geschafft, super, ja, perfekt. Und ja, das ging noch. Genau, dann haben wir schon Kürbis, haben wir die Aubergine und die Zwiebel schon geschnitten. Bei Pinseln müssen wir nicht viel machen. Ich lasse hier dazwischen einfach, ich mache die Kräuterseitlinge, mag ich, wenn sie lang geschnitten. Und das sind die kleinen, deswegen in drei Teile schneiden, einfach so. Champignon auch.
Okay, in drei Teile. Und die äußeren Pilzen, ihr könnt so lassen ganz oder einfach nur halbieren. Und das war's. Das kann ja alles so klein schneiden. Gleichzeitig werde ich die Rucola-Salat schon in kaltes Wasser. Ich nehme einen Schleudersalat, so dass danach kann ich auch direkt ein bisschen trocken machen, diese Rucola. Dann kaltes Wasser. Sehr schön. Dann, was brauchen wir? Ja, dann haben wir ja alles schon geschnitten und kann ja auch schon die Gemüse zu schneiden, zu braten. Sorry, Schwein sind schon geschnitten, zu braten. Und das Fleisch wird sowieso das Letzte sein. Ne? Damit es noch schön frisch ist, wenn wir es essen. Ja, sowieso, wie gesagt, geschrieben, bei Fleisch bitte 60 Minuten vor dem Braten das Rindfleisch raus, so dass bekommt eine Zimmertemperatur, das ist besser, das nicht so kalt und flutschig ist, wenn wir braten das. Deswegen habe ich schon das Fleisch raus. Ich habe, ich zeige sofort, ich habe hier ein schönes Stück vom Rostbeef. Ja. Und vielleicht gerade so für uns beide. Genau, für uns beide ist perfekt, oder? Und ich habe, klar, pariert das Fleisch, habe ich das ganze Fett weg, habe ich die ganze Sehnen weg. Und wir haben ein schönes Stück Fleisch und wir werde ich dann nicht zuschneiden für die Tagliata. Das ist, machen wir später. Also was ich zugeben muss, ist, dass es schwierig wäre, vegetarisch zu essen. Weil meine ganze Nahrung schon sehr auf Fleisch und Eier und Milch oder Milchprodukte, laktosefreie Käse und so weiter basiert. Okay. Also ich glaube, wenn zu den ganzen Intoleranzen auch noch die Entscheidung, vegetarisch zu leben, dazu kommen würde, dann würde es schon schwieriger werden. Genau. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen meine erste Vegan-Catering gemacht. Ah, okay. Was habt ihr gemacht? Ich habe, das war ein Catering, die haben mir bestellt ein paar Gerichte und dann war alles vegan und ich habe das gemacht. Für mich war total eine neue Welt, eine Umstellung, weißt du. Meine klassischen Rezepte, das musste ich zweimal lesen, weil manchmal denkst du nicht. Man merkt es nicht. Nein, das sind Sachen, wo und dann... Ein bisschen Sahne. Genau. Oder das Ei für die Frikadelle. Manchmal... Du siehst das nicht mehr, dann machst du da rein und denkst, oh, aber das ist nicht mehr vegan. Deswegen, das war sehr interessant, wo habe ich alles aufgepasst, war super. Ich habe richtig Spaß gehabt, diese Catering zu vorbereiten. Es musst du einfach nur deine Rezepte richtig ändern. Das ist. Aber das geht. Das geht und ich muss sagen, das war auch nicht so schlimm. Ich war einkaufen und zu kaufen und die Zutaten zu finden. Ja. Zum Beispiel diese Ersatzkäse. Weil die wollten auch eine Lasagne. Genau. Und dann habe ich gebraucht, auch statt Milch etwas anderes. Das ist schon mit Lebensmitteln. Heutzutage haben wir schon viele Möglichkeiten. Klar, wenn dann kommen zu viele Intoleranzen dazu, das wird schwieriger, aber du hast einfach geschafft. Du hast kein großes Problem. Und ein normal auch zum Trinken. Das letzte Mal habe ich gesehen, dass du hast ein Glas gehabt und das war durchschnittliche Flüssigkeit. Da habe ich gesagt, oh, Valentina, die trinkt nur Wasser. Nur Wasser. Und dann habe ich gesagt, Mama, was macht nicht Spaß, wenn du bist in einer Disco und trinkst nur Wasser. Und dann hast du gesagt, alle wissen nicht nur Wasser. Nicht nur Wasser. Nur die klaren Schnäpse. Genau, das war eine super Idee. Super. Gut, okay. Wir fangen sofort jetzt an mit Anbraten. Und ich muss jetzt hier ein bisschen die... Soll ich das mal freiräumen hier? Wir machen die Schneiderbrett weg. Okay. Und wir nehmen die Pfanne, wir fangen an zu braten. Wir erklären auch, wie wir das machen. Sehr schön. Super. Dann haben wir eine für etwas anderes. Ich nehme auch das. Okay. Das war Flüssigkeit. Aber das Wasser drin. Ah ja. Ich kann auch putzen. Das war. Weil
wie ist jetzt wieder in Deutschland? Seit schon? Seit März. Seit März. Also ich habe meine Koffer gepackt und ich dachte, ich komme so für 3-4 Wochen zurück. Für die schlimmste Zeit von Corona. Ja, und jetzt sind so viele Monate. Jetzt bin ich ja wirklich ja. schon. Und bleibe auch wahrscheinlich noch bis Januar, Februar. Das ist das schon. Aber ja. Also ich kann noch ein paar Mal den Kochkurs mitmachen. Genau, sehr schön, sehr schön. Okay. Obwohl, das kann ich auch aus London. Das kannst du online. Genau, das kannst du immer. Oder ich komme nach London, oder? Wir machen einen Kochkurs. Ihr seid immer sehr schön. Okay, wir haben vorher über Olivenöl gesprochen. Ich habe hier eine Alivara. Das ist aus Kalabrien, dieses Olivenöl. Es ist schon sehr 100% Oliven aus Kalabrien. Weil wir haben immer das Problem mit Oliven, Leute zu Tag, die sind diese gemischte Oliven. Das ist schon ein bisschen problematisch. Das ist auch geschrieben und es ist so, ich war direkt da bei dieser Produzent. Tolle Sache, muss ich sagen. Und dann habe ich hier Cardona, das ist immer die gleiche Produzent. Das ist aber nur frisch zum Essen, zu verzehren. Weißt du, also mit frischem Brot. Nein. Okay. Und das ist zum Braten, das ist ein bisschen milder. Und dann kannst du benutzen zum Braten. Wir werden dann jetzt, wir fangen an mit der Aubergine in diese große Pfanne und ein bisschen Olivenöl heiß machen, die kannst du schon. Erst wenn die Pfanne heiß ist? Nein, kannst du schon, ja. Olivenöl brauchen wir nicht viel, kannst du ein bisschen mehr, genau. Das ist. Da drin ist wie ein kleines Glas Kugel, dass nicht so viel Öl in einem Mal rauskommt. Noch ein bisschen nur und dann haben wir viel Aubergine und dann geht los. Perfekt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Fan von Olivenöl. Ja, das ist okay, und wir warten jetzt hier, dass diese Öl heiß wird. Das muss nicht frittieren, aber muss schon sehr heiß sein. Und dann kommen die Aubergine da rein, aber wir werden auch nicht drehen. Wir lassen die Aubergine anfangen, circa 1 bis 2 Minuten schön anbraten. Und danach werden wir ein bisschen schwenken und zu drehen die Gemüse, weil ich mache nicht mit einem Löffel immer zu anfassen die Gemüse, wir machen die Gemüse kaputt. Gut zu wissen. Genau. Und dann, wenn kommt so viel Wasser raus von den Gemüse, dann das Problem ist, dass das Wasser rauskommt und die fangen an zum Kochen. Und die werden auch später trocken. Ja. Deswegen, sehr schön, wir warten schön zu anbraten. Okay. Wir können auch vorbereiten eine zweite Pfanne mit Olivenöl, aber wir gehen diese Pfanne vom anderen Seite, weil das ist... Okay. Und hier werden wir die Kürbis anbraten. Und in die Kleine werden wir die rote Zwiebel. Okay. Okay, dann haben wir alles dabei. Du kannst auch Nummer 9. 3 Pfannen für 3 Gemüsesorten. Ja, und das geht auch schneller. Ja, siehst du, das ist schon heiß und dann kannst du schon die Aubergine da rein. Perfekt. Schön in die Waffe, dann könnt ihr das etwas passieren in die Pfanne, das ist sehr wichtig. Und immer auch die Temperatur am Anfang schon Power, weil die Gemüse sind kalt und dann die Temperatur vom Öl geht wieder runter. Power und lasst es schon gut anbraten. 1 bis 2 Minuten und dann kann ihr drehen. Noch was wir machen, da ist schon an, da werden wir unsere Kürbis. Die Masse hat ein bisschen. Ja. Und hier die Kleine werden wir mit Zwiebeln anbraten. Und dann haben wir die Erdbeeren. Die Bitte machen wir sowieso zum Schluss, weil die sind dann in sehr wenige Zeit gebraten. Ich finde das immer so traurig, dass sie so schrumpfen. Ja, genau. Und das muss man auch zum Schluss, die Bitte muss man auch nicht so lang braten. Weißt du, das ist schon toll, wenn du verschiedene bei Kräuterzeiten zum Beispiel, wenn du bratest, die Bitte, dass ein bisschen bissfest bleibt. Das bleibt etwas zu beißen. Sehr schön. Gut, okay, dann haben wir hier das. Es ist schon heiß, das sehe ich auch, wenn ich habe ein bisschen Visier, aber sehe ich ein bisschen immer. Genau. Und auch die Kürbis, es ist eine Hokkaido, brauchen wir nicht in der Kochen machen, einfach nur für die Pfanne braten. Am Anfang schon schauen wir, dass diese rote Aroma bekommen wir von diesem Gemüse. Und wenn du merkst, dass es noch ein bisschen zu hart ist, dann kannst du immer ein bisschen Wasser dazu geben und lass du einfach frischen. Ja, genau, wir haben ein bisschen Wasser in der Lasagne, in dieser Kürbis auch so gemacht. Genau.
Hier kannst du schauen, im Moment ist es so schwer. Weißt du, wie das geht, Valentina? Soll ich mal probieren? Probier mal, wir sind hier live, weißt du? Also ich hab nicht so... Oh, sehr gut, aber die Wanne ist super, super. Die Wanne ist aber auch sehr schwer. Perfekt, Wanne. Da kannst du schon... Ich mach wieder die Dichte ein bisschen runter, weil bei ihr hat Jörg, muss nicht mehr auf Wasser, aber sehr schön. Schön, wenn die Aubergine bekommen, die super. Ja. Das ist super. Okay. Super. Regie, sieht alles okay? Haben wir Fragen? Sieht gut aus. Ich sag, Regie, haben wir Fragen? Ja, haben wir Fragen. Nee, aber die Manuela sind dabei aus Italien. Die fragt, was es für Essen gibt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe jetzt Stimme. Kaliada Tomato, Eventura. Okay. Aber sie hätte ich gerne besser erklärt. Der Christian Haser sagt, super dein Öl, da findet das Olivenöl total klasse. Sehr schön. Die Heizung Frisch hat es sofort bestätigt. Die Alessia ist dabei. Sehr schön. Ciao Italia! Ciao! Mein Wind ist nach Italien. Der Wind ist dabei. Hi Vincent! Es ist dabei Thomas Haser, Christian Haser. Sehr schön, freue mich. Timo Haser. Oder Hase? Ja. Und der Patrick Schmidt. Patrick Schmidt. Dein Fitnesscoach. Ja. Ich suche ab hier. Okay, du hast alles im Griff. Soll ich jetzt auch mal schwenken? Ja. Sehr und schön. Die Fischer-Familie ist vollständig dabei. Super. Thomas, was denkst du? Valentina, heute ist da, das ist letztes Mal, warst du dabei? Das habe ich mir auch angeguckt. Ich hoffe bereit. Genau. Okay. Vielleicht ein Vorbild. Sehr schön. Alter. Warst du, was ich da war? Okay, ja, wir werden die. Ah, bei Zwiebeln. Das habe ich nicht gesagt. Bitte, du kannst immer eine dritte Zahl zu meinen Zwiebeln. Und dann gehen wir schwarz. Nicht was? Nein, ah, okay. Aber die dritte Wahl, danke, die Reaktion von den Zwiebeln ist interessant, die lassen ein bisschen Wasser und dann die Darm ist besser und die werden nicht wahr. Sehr gut. Ich kann immer die Königliche unter Kontrolle haben. Sehr schön. Super. Okay. Und wir singen auch, wenn es dann. Machst du bei 8 und dann ist okay, wir sind okay, ja auch, das läuft super. Und was machen wir heute? Wir machen die Tagliata mit Rucola und Joghurt Parmesan-Käse. Die Tagliata ist einfach ein Teil vom Steak, wie wird dann geschnitten. Und serviert. Geschnitten in Scheibe, ja. Die muss nicht serviert sein, das ist immer aber eine... Ich kann nicht sagen, eine unterschiedliche Interpretation. Weil, zum Beispiel, da ist ein kleines Lokal in Rom, die sehr präsentiert von Tagliata. Und ich war da, weil wir reden schon vor 15 Jahren, war ich da, das ist was. Und die haben das Fleisch sehr dünn geschnitten und wie ein Fächer aufgenommen. Aber nicht alles gewinnt, so, das ist immer unterschiedlich. Das sieht schön aus für das Bild. Das ist auch das Problem, dass bei Steinen so dünn braucht es viel mehr Zeit und kann sein, dass man Fleisch verteilt. Okay. Deswegen, das ist das Einzige. Muss alles schön warm bleiben. Einfach immer ein bisschen schwenken. Geht? Super. Ich werde jetzt Parmesan-Käse mit einem Kartoffelschäler so in der Scheibe schneiden. Bitte den Kartoffelschäler nicht sehr stark auf den Käse, sonst werden zu dick. Okay? Also Kartoffelschäler geht auf den Käse? Ja, das kann ich mir für viele Sachen benutzen. Freunde von mir haben letztens eine Käseprobe für Trüffel benutzt. Oh. Das geht alles. Ja, das geht, aber dann kann diese scharfe Zeit ein bisschen kaputt gehen. Ne? Du bist ja alle von der Trüffel da. Ne? Okay, super. Das für uns zwei Bereich. Ja, also die Zwiebeln werden nicht schwarz. Sehr schön.
Später wird das alles gebrannt. Der Schränkung funktioniert so langsam. Ja. Es ist einfach nur so ein Zweifel. Ja. Ja. Du kannst es jetzt nur drücken. Ja. Okay, ich werde jetzt schon anfangen mit Fleisch zum Schneiden. Und ich brauche, ja, so schöne Rumpfsteaks. Okay? Das ist ja schön, wenn es so ist. Das kann ich euch zeigen. In beide Kamera. Das kann mir dann ein Mann ist gebraten, das kann er schon schneiden. Okay. Diese Richtung. Deswegen. Und ja, ganz klar, Rumpsteak wird immer gegrillt in eine Pfanne oder am Feuer. Barbecue. Ja. Aber die Italiener gehen normalerweise nicht in der Kopf, wenn ich nicht Moment. Das wird immer schnell direkt gemacht. Okay. Das ist und heute gehen wir auch nicht drauf. Nein, das ist sehr kalt. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber bei uns ist es inzwischen Winter. Es ist Winter, genau. Okay. Ich habe das weiter hier im Auge. Schön, die Zwiebeln sind super. Und sehr schön auch bei den Zwiebeln, die sollen nicht die Zwiebeln so lang kochen. Das sind die Zwiebeln, die so sehr schön. Toll. Das sieht auch gut aus. Ja, die Kürbis, aber das kommt nur. Schau mal, wie ist bei Kürbis ein bisschen braun. Ich werde, weißt du, bei Kürbis vielleicht ein bisschen Wasser. Okay. Testet man das lieber Kartoffeln, wenn es rein und raus geht, ohne ja, dass man fängt und bleibt. Und dann lass du einfach dieses Wasser jetzt drüsten. Und dann ist es perfekt. Die Unterschiede sind fantastisch, die sind super, tolle Farbe, das zeige ich euch. Wir machen auch zu Hause. Wie kann ich sehen, die haben eine tolle Farbe. Die Zwiebeln auch. Und die Zwiebeln auch. Die sind super. Und ich bin der Meinung, die sollen nicht mehr weiter braten. Deswegen werden wir jetzt sofort raus. Und die Zwiebeln sind schon fertig. Okay. Das ist weg. Sehr schön. Und jetzt, weil ich kann schon die Pfanne für Fleisch. Das Grillen. Ich finde diese Pfanne finde ich sehr, sehr schön zum Grillen. Bekommst du auch eine tolle Muster und es ist auch schwer. Das ist schon top. Ich werde das hier machen. Sehr schön. Und ja, wenn die Aubergine fertig sind, kann ich auch die Aubergine hier rein. Ich werde schon raus, weil sie schon super. Und genau. Und dann kann ich die gleiche Pfanne kann ich diese Pilze. Ja, ich werde bei diesem Rumpsteak jetzt ein bisschen Salz, aber kein Pfeffer. Pfeffer bei Grillen wird bitter. Deswegen nur ein bisschen Salz. Ich benutze und ich arbeite nur mit Meersalz. Und wir brauchen diese, sowieso, da ist dann diese, auch diese Reaktion, was passiert im Grill, bei Fleisch. Das ist die Reaktion vom Maya. Möchtest du das mal bitte erklären, weil ich wusste nicht, was das ist. Das ist wichtig. Es ist eine Reaktion, was in der Küche passiert, sehr bekannt bei Braten. Braten bei, es ist so, dass eine Reaktion von Zucker und Eiweiß, die Proteine, die reagieren dann bei dieser Hitze und bekommen wir eine tolle Kruste und auch diese Röstaroma, die sehr wichtig bei gegrilltes Fleisch. Der gute Geschmack. Genau, der gute Geschmack. Ja? Der Christian Hasser fragt, wie lange das Fleisch aus dem Kühlschrank sollte. 60 Minuten. 60 Minuten. Eine Stunde vorher ist immer gut rauszunehmen. Okay, dann, es ist nur geblieben die Kürbis, wenn Kürbis, das lasse ich weg, weil die Kinder, wir können zusammen mit die anderen Gemüse. Ist noch ein bisschen Wasser da. Genau, okay. Und dann die Pilze auch, schau mal die Pilze schön sauer und eine schöne Farbe, aber denk mal, die sollen nicht kochen bis zum Schluss, weil die werden später alles zusammen warm. Ja. Okay, genau. Ich mache den Verkochen an, weil ich werde immer kochen,
etwas warm halten. Dann bleibt das Gemüse schon warm, während das Fleisch noch dreht. Und ja, so, ich schwenke mal die Pilze. Regie, die Leute, die kochen nicht euch. So. Also bei uns läuft soweit alles, ich hoffe bei euch auch alles. Ja, hoffentlich auch. Gut, super. Und deswegen dann diese Reaktion sehr wichtig, weil, was passiert? Bei Hitze, diese Reaktion. Dann diese Zucker mit den Proteinen, die Eiweiß, dann die reagieren und bekommen wir diese schöne Kruste beim Fleisch und diese Röstaroma. Das ist das Wichtigste. Also dein Kürbis, das Wasser war leer und ich habe das jetzt dabei. Perfekt, super. Die Pfanne brauchen wir nicht mehr. Super. Die Kiste sind auch sehr schön, top. Super. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich auch sehr. Aber wir trinken heute nicht viel, weißt du? Nee, wir trinken nie viel. Und ich finde schön, dass du viel trinken, das ist das Problem. Hat nicht den Geschmack von Gin, aber kannst du viel trinken. Wenn da einigermaßen viel Wasser drin ist, hat man das Gefühl, man trinkt nur Wasser. Genau, und deswegen muss ich immer wieder davon. Aber man hat keinen Kater davon. Das ist noch sehr gut, oder? Nein. Wir wissen das ganz genau. Ja, bitte. Ja, Simon, Nase, Nase, diesen Kater, Backofen. Nein, den Backofen habe ich angemacht, nur wegen zwei Teller warm zu halten. Das Fleisch kommt nicht im Backofen. Habe ich vorher erklärt, dass das Material, das wird direkt gegrillt, geschnitten und serviert. Also nur für den Teller. Bitte? Ein Fernsehplatte. Ja, aber ich hatte zwei Platte, zwei, wie heißt diese alte Platte? Das sind diese schwarze Schieferplatte, wo wir dann das Fleisch darauf serviert und das Fleisch auch das Fleisch immer warm. Sehr schön, die Pilze sind super. Wir können, das ist schon an, sehr schön. Wichtig ist jetzt, ich muss nur einen Moment das Mikrofon ein bisschen wegmachen. Wichtig ist, dass die Pfanne, diese Grillpfanne, sehr heiß wird. Okay. Also und, Moment. Genau, und das Fleisch, das brauchen wir circa 4 Minuten pro Teilchen. Okay. Das ist schon sehr. Und jetzt? Nur einmal. Nur einmal. 4 Minuten drehen, 4 Minuten raus, schneiden, fertigieren. Oder sind wir mal fertig? Ja, bei mir wird immer schneller gekommen. Okay, ich mache ein bisschen Olivenöl drauf. Aber richtig nur das bisschen das Fleisch fertig ist. Aber muss nicht viel Öl. Also, und kommt dann in die Pfanne auch noch Öl? Nein. Okay. Deswegen nur. Nur auf dem Fleisch, ein bisschen fett. Super. Okay, jetzt die Pilze sind schon fertig. Wir können jetzt die ganze Gemüse da reinnehmen. Du hast den Löffel, ja. Und dann kannst du ausmachen und wir werden zum Schluss wieder heiß machen. Die Rucola. Es ist wieder in kaltes Wasser, habe ich die Rucola gemacht. Jetzt mache ich die Rucola. Und jetzt mache ich die Rucola. Danke, Rucola. Ja, bitte. Ja, wie würde ich denn eine Wein empfehlen, eine Rotwein empfehlen? Eine Rotwein-Empfehlung für heute Abend. Für alle, die nicht Fructose-Intoleranz sind. Genau, für die nicht Fructose-Intoleranz. Wie zum Beispiel mein Bruder. Genau, wir brauchen einen schönen Rotwein. Und ich finde, ein schöner auf Piemont, ein toller Rotwein, das passt immer perfekt. Kein Weißwein, das finde ich nicht. Ein schöner, toller Rotwein, wie zum Beispiel das Abend hier der Barolo. Ich war in Piemonte im Oktober und ich habe so viel Wein getrunken und jetzt, wenn ich muss mich erinnern, immer alle Namen. Ja. Nebbiolo, il Barolo, il Barbera d'Alba, sehr, sehr schön. Ein toller Wein präsent mit Charakter, das ist sehr wichtig. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo mich meine Intoleranz wirklich stört, ist, dass ich keinen Wein trinken kann. Das ist gerade schon, in der Pfalz-Region hier und ich
mit so vielen guten Freunden und Familie, die sehr gerne Wein trinken, aber man kann nicht alles haben. Nein, aber wir finden immer eine Lösung, ja, oder? Okay, Malle, die Pfanne hier ist schon sehr heiß und wir haben das Fleisch drauf. Und jetzt 4 Minuten zur Seite. Der Parmesan-Käse hat die Schorne gehobelt und das ist hier auf unserem Teller. Ihr könnt das sehen. Und das ist auf die Seite, weil wir brauchen später. Der Parmesan, die Rucola, ich habe auch jetzt geschleudert. Manchmal kommt die Wolf, ja, weißt du das? Von daher ist es schon ein bisschen trocken, das ist besser, aber knackig, das ist ja sehr wichtig. Und die kommen zum Schluss so frisch aufs Fleisch. Und dann kommt es dann ganz am Ende. Ja. Und dann schöne frische Olivenöl. Ich hatte gesehen, viele Leute, die machen die Passatico essen, die Getränke. Ja. Bitte nicht. Das ist. Nee, das mag ich auch nicht. Nein, das ist nur ein guter Zucker drin. Genau, das ist nur Zucker drin. Ja. Lieber ein gutes Olivenöl drauf, ein schönes salzischer Bier, zum Beispiel meine Rotterin. Das habe ich auch. Genau, und das ist super gut. Das ist noch nicht Rotterin. Aber es gibt noch andere. Da habe ich die Kaffee, da habe ich die Zitrone, da habe ich die Oregano und ich finde das mit Rotterin bei Fleisch ist perfekt. Kann ich empfehlen. Aber auch mit Zitrone finde ich toll. Ja. Sehr schön. Wir haben, glaube ich, noch so 1 bis 2 Minuten. Perfekt, ja. Wenn du willst, wir können schon die Gemüse salzen. Was möchtest du benutzen? Also ich habe hier ein Zitronensalz. Das kann man auch gut noch den extra Fisch geben, oder? Ja. Okay. Oder Rosmarin, wie du willst. Aber Rosmarin haben wir bei Fleisch gemacht. Genau, hier. Bei Salz muss ich aufpassen, ich salze viel. Also sag bitte Stopp. Nee, das kannst du das ein bisschen mehr machen, weil das ist mehr Salz. Mehr Salz muss immer ein bisschen mehr Salz tun als Joghurt. Okay. Deswegen kannst du ohne Problem. Ja, willst du ein bisschen frische Petersilie? Immer gerne. Frische Kräuter sind top. Dann, ich habe hier auch frische Petersilie gekauft. Und ich werde schnell fein machen, sodass da kann man ja direkt auf die Gemüse. Schöne frische Kräuter, das finde ich immer sehr schön. Ich brauche kein schwarzes Pfeffer zum Beispiel, ich bin kein großer Fan. Und wenn ich habe so das riecht schon etwas frischer, das passt viel besser. Ja. Noch ein bisschen Salz. Wie sagt man, wenn der Kumpel liebt ist oder so? Genau. Okay, Walle, hier haben wir die Petersilie, aber wir geben zum Schluss die Petersilie, weil wenn du jetzt machst du die Petersilie in die Pfanne, wird sofort dunkel und verliert auch den Geschmack. Das ist schön, wenn zum Schluss, bevor wir essen gehen, dann ist die Petersilie raus. Sehr schön. Und inzwischen sind unsere 4 Minuten um. Okay. Also ich drehe das Fleisch. Ja. Okay. Wie ist das? Ach, so. Gut. Sehr schön. Hat eine schöne Muster. Wir sollen schauen, wie kann wir das machen. Warte, wir machen eine Sekunde schnell, dass es nicht so viel Hitze verliert. Sieht man? Ja. Super. Okay. Wie ist das Fleisch normalerweise? Medium. Medium rare? Medium rare, okay. Wie sagt man denn auf Deutsch? Frag ich dich. Wie sagt man denn auf Italienisch? Allora,
normalmente in Italia, in Italia sagst du al sangue media ben cotta. Okay, und mein Papa ist. Ben cotta ist well done. Okay. Perché media è al sangue. Al sangue in Italia è Englisch. Das aber Englisch werden wir benutzen in Deutschland auch. Ja, in Deutschland auch. Aber in England nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Obwohl, das heißt ich weiß es nicht, weil ich esse es nie Englisch. Okay. Also immer medium rare. Medium rare. Zwischen Englisch und genau, medium. Genau, genau. Das ist noch so leicht, ohne. Das ist rare, rare ist Englisch. Ja. Und dann kommt das Medium und dann medium rare ist Englisch. Ja. Und es ist. Aber in England wird nicht gesagt Englisch. Ich benutze diese Worte. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe schon gefragt. Und die haben mir gesagt, wieso essen Sie das Fleisch Englisch? Everything is English. Und das war so lustig. Ja, und ich weiß nicht mal, wo kommt. Wieso kommt diese Worte Englisch? Und das war Englisch. Vielleicht essen wir das an mich schon woher? Engländer? Ja, vielleicht. Ich glaube, ich nicht. Okay. Also manche Geschmackssachen in England sind eh ein bisschen... Richtig, genau. Wir haben schon eine tolle Zeit bei Fleisch. Das merkst du, wenn du was an diese Finger. Ja, das ist schon Englisch, schon Englisch. Okay. Woran merkst du das? Weil das ist schon sehr weich. Okay. Und das wird immer ein bisschen fester und dann merkst du, es wird immer... Wenn dann, wenn durch, das ist schade, das ist auch nicht genau. Aber hier zum Beispiel siehst du, das fängt an, das Blut rauszukommen. Das ist schon bei Leben. Okay. Und da merkst du schon, deswegen ich nicht schon, mal. Ja, ich wende schon die erste raus. Auf okay, ein Teller? Nee, das können wir direkt, ja. Und? Wenn also, das Blut kommt, das ist schon Medium, das kann ich dann schon hier, ich glaube, was haben wir mit dem Messer? Okay, siehst du? Wow. Und dann kann, ich habe auch in Rezept geschrieben wegen Alufolie. Du kannst jetzt in Alufolie tun und lass du so ein paar Minuten da drin und dann ist perfekt. Ich bin aber kein großer Fan von Alufolie und solche Sachen. Deswegen bei mir, nein, ich habe jetzt geschnitten, das ist für mich perfekt. Und alle, die jetzt mit Alufolie machen, davor schneiden oder danach? Nein, danach schneiden. So, jetzt aber, ich habe hier so, siehst du, für dich ist noch zu viel, stimmt? Ein bisschen, ja. Okay, und dann ich mache einfach so, so wie das ist, gehe ich wieder einen Moment drauf. Okay. Und diese Blut dann hast du nicht auf deinem ja. Auf dein Teller. Das war aber ein bisschen zu englisch. Genau. Du kannst... Das wird fest? Das, nee, das dauert noch ein bisschen. Okay. Aber die Gemüse kannst du schon warm machen. Hier wieder. Übrigens Grüße vom Blattwege. Das machst du gut. Ja, perfekt. Okay. Dann brauchen wir noch. Das brauchen wir nicht. Weil ich vorbereite schon unsere Teller jetzt. Mit denen zu trinken ist wirklich schwierig. Es ist schwierig, oder? Okay. Dann, Vale, wir sind dabei. Vale, Chili kannst du essen, stimmt? Ja, kann ich essen. Okay. Das ist meine Chili-Marmelade. Aber es gemacht nur mit normalem Zucker. Normale Zucker kannst du essen. Ein bisschen. Schwierig, ja, aber. Ich mag extra, du kannst immer ein bisschen probieren, aber ich finde schon, dass. Bei Fleisch passt es sehr. Okay. Das machen wir nicht auf dem Fleisch, ich mache nur in einer Schüssel einfach ja. So. Dann kann ich mir noch überlegen, ob ich es esse oder nicht. Genau. Im normalen Zucker der besteht nämlich zu 50% aus Fructose, also okay. Haushaltszucker, den man kauft. Deswegen ist es mit Desserts manchmal schwierig. Weil? Was gehen würde, ist Traubenzucker. Weil Traubenzucker das ist Dextrose ja. Und nicht Fructose. Aber kriegt man kaum. Also. Super. Aber okay. Ich probiere. Dann habe ich die erste, das erste kann ich schon rausnehmen. Okay. Ja, das zeige ich dir auch. Wenn du in dem Moment so siehst, das ist jetzt Medium. Okay. Und klar, hier ist
Make it rare. Wie fertig und nicht perfekt. Perfekt. Das kann die Augen raus, also schon die Temperatur erreicht. Ja. Leute, Regie, konntest du bitte fragen, ob, oder ich frage, wer hat schon, ist schon fertig? Wie sieht aus, weil die anderen schon das Fleisch gemacht? Also bei der Fischer-Familie, die grillen gerade raus. Sehr schön. Die haben viel Gemüse gemacht. Und schöne Rotwein. Pilze. Sehr gut. Ganz toll. Wir sind auf die Bilder gespannt. Genau. Ich mache jetzt das Fleisch hier. Siehst du? Bei der Hitze. Ja, die Schieferplatte. Genau. Dann nehme ich die Rucola. Wie mache ich das? Mache ich so, dass die kann. Soll ich halten noch? So. Die kann alles. Ich mache jetzt, das Fleisch ist geschnitten. Ich mache jetzt diese Rucola drauf. Ich nehme ein paar von diesem geobelten Parmesankäse. Übrigens laktosefrei. Genau. Parmesan immer. Frische Olivenöl. Und schöne Salz, mehr Salz drauf. Die Gemüse. Genau. Die Gemüse kannst du mir hier drin. Brauchst du einen Löffel? Ja, ich glaube schon. Ja. Dankeschön. Sehr schön. Tchau, tchau, tchau.